de facto ist es unsere Sache als Ärzteschaft, das in den Griff zu bekommen. Und uns nicht zu willfährigen Erfüllungsgehilfen einer Industrie zu machen, die uns natürlich mit raffiniertesten Werbemethoden hier etwas vorspiegelt, was der Wirklichkeit nicht entspricht. Wir sollten aber die Chancen, die Möglichkeiten zu Niedrigdosis-Strategien und auch zu psychotherapeutisch begleiteten Absetzversuchen viel stärker nutzen. Und hier, das wurde eben bisher nicht gemacht, weil die pharmazeutische Industrie zusammen mit den Meinungsführern das bisher blockiert hat und als unwissenschaftlich dargestellt hat. Wie viel medizinische Betreuung brauchen Menschen mit solchen Erfahrungen? Und wie viel Psychopharmaka? Wir sehen zum Teil Dosierungen von den alten Substanzen, die sind haarsträubend. Das ist Körperverletzung. Bis heute wirbt die Psychopharmaka-Industrie damit, dass Medikamente gezielt gegen spezifische psychische Erkrankungen wirken. Und das Gros der Psychiater verschreibt sie. Wir leben mit Menschen, wo 75% die Medikamente absetzen in anderthalb Jahren. Von selbst, ne? Wie konnte es dazu kommen? Und gibt es überhaupt eine Alternative? Zudröhnen oder ausschleichen? Die neuen Pfade der Psychiatrie. Ein Feature von Martin Hubert. Troms klare Aussagen decken sich mit denen von Gerhard Gründer. Zwar könnten 2/3 der Patienten mit Medikamenten zumindest stabilisiert werden, sagt er, aber zurzeit stecke die Branche in einem Tief. Studien in den Jahren 1992 bis 2008 ergaben mehrfach, dass Antipsychotika im Verhältnis zu Scheinmedikamenten kaum Wirkung erzielen. Siegfried Trom benennt ohne Umschweife noch ein weiteres Problem. Die Schizophrenie oder die Depression ist nicht eine einheitliche Krankheit, sondern da verbergen sich eine Fülle von unterschiedlichen Krankheiten mit unterschiedlichen Ausprägungen dahinter. Ein Eingeständnis, das den Marketingstrategien widerspricht, mit denen die Pharmafirmen seit den 70er und 80er Jahren ihre Medikamente verkauft haben. Und es revidiert die Annahme, dass die Medikamente spezifische Störungen wie Schizophrenie oder Depression normalisieren. Und das ist das, was Frau Moncrief kritisiert. Schizophrenie mit einem Antischizophrenikum zu behandeln, ich glaube, davon müssen wir uns vielleicht verabschieden. In anderen Bereichen, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf, hat man objektive Parameter. Da kann man die Durchflussrate hier vom Blut im Herzen messen oder ganz lapidar eben den Bluthochdruck und hat eine sehr schöne Korrelation dann. Ich nehme ein Arzneimittel und sehe, der Blutdruck sinkt. Das haben wir im Bereich der psychischen Krankheiten leider nicht. And I know that psychiatry is a pseudoscience. But Tom, if she said that this particular thing helped her feel better, whether it was the antidepressant or going to a counselor or a psychiatrist, isn't that enough? Matt, you have to understand this. Here we are today, where I talk out against drugs and psychiatric abuses of electric shocking people. Mm-hmm. Okay, against their will, of drugging children with them not knowing the effects of these drugs. Do you know what Adderall is? Do you know Ritalin? Do you know now that Ritalin is a street drug? Do you understand that? The difference is Matt, I'm asking you a question. I understand abuse of all of these things. No, you see, here's the problem. You don't know the history of psychiatry. I do. Aren't there examples, and might not Brooke Shields be an example of someone who benefited from one of those drugs? All it does is mask the problem, Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. That's all it does. You're not getting to the reason why. There is no such thing as a chemical imbalance. So postpartum depression to you is kind of a little psychological gobbledygook? No, I did not say that. I'm just asking, what would you call it? Matt, that is the post. Now you're talking about two different things. But that's what she went on the antidepressant for. But what happens, the antidepressant, all it does is mask the problem. There's ways of vitamins and through exercise and various things. I'm not saying that that isn't real. That's not what I'm saying. That's an alteration of what I'm saying. I'm saying that drugs aren't the answer. That these drugs are very dangerous. They're mind-altering, antipsychotic drugs. And there are ways of doing it without that, so that we don't end up in a brave new world.